Hey, ich habe ziemlich lange überlegt, ob ich so ein Video überhaupt machen möchte oder soll, denn ich bin sehr schlecht in Gefühle ausdrücken, weil ich sehr schlecht ernst bleiben kann, aber ich wollte einfach mal etwas sagen und zwar, ja, mein Rasierer hat den Geist aufgegeben. Ich weiß, ich habe hier so einen kleinen Pornobalken, ich weiß, dass ich hier auch eine tote Katze habe, aber ich werde mir bald eine neue Batterie holen. Aber das ist nicht das, was ich sagen wollte. Ich wollte sagen, vielen lieben Dank für das Jahr 2014. Falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, nein, meine Freundin kämpft nicht um ihr Leben, sondern sie kümmert sich um die Küche. So soll es doch sein. Jetzt werde ich auch noch frauenfeindlich. Verdammt nochmal. Warum möchte ich mich für das Jahr bedanken? Ganz einfach, weil dieses Jahr 2014 so viel verändert hat, wie es kein Jahr getan hat. Das erste Mal, wo krasse Veränderungen auftraten, war, als ich Amnesia gespielt habe, die ganzen Custom Stories. Da habe ich mir einen kleinen Namen gemacht. Viele wussten, dass Holly LP dieser Custom Story Spieler ist mit dieser Facecam. Und ja, das hat auch eine Zeit lang angehalten. Und ich war auch sehr zufrieden damit. Aber irgendwann war es einfach aus. Die Luft war raus aus diesen ganzen Custom Stories. Und mit meinem Kanal ging es ziemlich weit runter. Und wenn der Kanal plötzlich anfängt zu sterben, dann fühlt man sich als YouTuber irgendwie nutzlos und es ist schade, weil ihr seid mir verdammt wichtig. Habe ich das jetzt wirklich gesagt, ohne einen dummen Scherz zu machen? Auf jeden Fall seid ihr ein großer Bestandteil eines Kanals. Ihr sexy Zuschauer, ich habe euch eine Zeit lang verloren. Viele blieben immer noch. Ich habe jetzt mein Vierjähriges gehabt im Dezember. Und 4 Jahre schon auf YouTube. Wir haben vor allem die 100.000 Abonnenten geknackt, fällt mir jetzt auch ein. Das war ja auch ein Meilenstein, den wir erreicht haben. 100.000 Abonnenten endlich gekackt. Gekackt? Was? Und ein dickes Dankeschön auch an dieses heulende Kind da hinten. The Binding of Isaac, das ist die erste Folge dort. Es traten Veränderungen auf. Aber das ist... Es müssen manchmal Veränderungen auftreten. Denn wie gesagt, ich hatte so viele Amnesia Custom Stories gezockt. Das waren um die 300 bis 400 Parts. Und dann ist einfach die Luft raus und ich brauchte einfach etwas Neues. Es war Varo, das, was mir den Kleinen die Aufmerksamkeit wieder gegeben hat. Ich habe mit Ella ermittelt angefangen, weil ich einfach irgendwie was anderes machen wollte. Und ich war großer Fan von diesen Synchros und ich versuche es auch wieder weiterzuführen und mehr zu machen dieses Jahr. Ich habe mit dem Holiday angefangen. Der Holiday ist ja geboren worden, weil ich einfach mehr Kontakt zu euch haben wollte. Dann, ich könnte einfach so Videos hochladen und natürlich schreibt ihr Kommentare. Ich versuche auf manche zu antworten. Aber so ein Holiday ist, glaube ich, ein bisschen persönlicher, wenn ich da explizit auf euch eingehe, eure Briefe öffne. Und ich weiß, ich habe sehr geschlampt. Ich habe noch Briefe, die sind vor 3 Monaten. Nochmal ein dickes Entschuldigung dafür. Ich versuche, mich zu bessern. Ich versuche, jetzt regelmäßiger Briefe zu öffnen. Mit Livestreams habe ich ja Ende des Jahres circa angefangen und ich habe mich verliebt in diese Livestreams. Ich habe ja schon vor einem Jahr hatte ich mal gelivestreamt, einmal in einem Monat und dann war einfach Ende, weil irgendwie ich habe nicht die Connection gehabt. Und jetzt habe ich regelmäßig gestreamt und streame immer noch regelmäßig und ich werde es weiterführen und das ist einfach das Optimalste, um mit euch in Kontakt zu treten. Das ist noch viel besser als The Holiday, wenn man einfach live mit den Zuschauern interagieren kann, mit ihnen reden, sie blocken kann, wenn sie nerven, aber größtenteils eine wunderschöne Zeit zusammen verbringen können. Und ja, dort streame ich natürlich auch sehr viel Isaac. Dieses Isaac-Thema ist ein großes Thema, ne? Bei mir. Aber es liegt einfach daran, es macht Spaß und ich habe ja auch mit Kingdom Hearts angefangen. Das streame ich auch und dort sind auch ein paar Zuschauer, die es gerne sehen wollen. Und ich will auch weiterhin, ich möchte Devil May Cry und sowas streamen. Oder andere Spiele. Hey, 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 hey. Aber kurz zusammengefasst, ihr seid einfach sehr wichtig gewesen. Ihr habt mir auch sehr geholfen, über schwere Zeiten hinwegzukommen. Denn ich hatte, egal was ich für Probleme hatte, ich konnte dann einfach auf YouTube ein Video machen, konnte mich damit beschäftigen und andere Dinge vergessen und deswegen habe ich auch mit den Indie-Horror-Games so ein bisschen aufgehört oder mit Custom Stories, weil ich einfach, weil ich wollte nicht Stress haben im Real Life und dann noch Stress haben mit irgendwelchen Indie-Horror-Games, die ich da raussuchen muss und dann komme ich auf keine und muss mich dann bei anderen informieren, zum Beispiel bei Markiplier, PewDiePie und dann kommen Leute und sagen, hey, du machst nach, aber ich habe mich doch nur inspirieren lassen. Ich bekomme ja auch oft Nachrichten, wo mir gesagt wird, hey, ich habe eine schwere Zeit und lag im Krankenhaus oder sonst was, habe jemanden verloren und du hilfst mir, Holly. Und ich wollte nur sagen, dass ihr mir auch schon sehr oft geholfen habt und ich hoffe, das bleibt so 2015. Es wird ein super Jahr mit euch, da bin ich mir sicher und
wir sehen uns dann demnächst irgendwo wieder in Livestreams, in irgendwelchen Videos, in irgendwelchen anderen Formaten. Und ja, ich will nur, dass ihr wisst, dass ich mich bei euch innerlich bedanken möchte, was ich getan habe mit dem... Verdammt nochmal, ich bin auch sehr schlecht im Ende finden. Einfach ein schnell...